Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Grand Theft Auto 5. Und mich hat es heute mal zum Weihnachtsbaum verschlagen und ich hatte da wirklich schöne Momente. Ihr seht hier ein nachkommentiertes Gameplay auf der Map Los Santos. Spiele hier mit der Sniper. Mit extra Fingerfertigkeit Pro und der Maschinenpistole. Ja, so ist es ja auch bei GTA 5. Ich habe heute mal wieder ein kleines Video vorbereitet und zwar kommt ja bald der Schnee in GTA 5 und ich freue mich schon richtig, werde den Wecker auch richtig früh stellen. Bin mir noch nicht genau sicher, wann der Schnee kommt, aber er wird kommen. Ich denke am 25. oder irgendwas. Auf jeden Fall gegen morgens soll es dann plötzlich schneien. Ein riesiger orangener Blitz oder irgendwas soll am Himmel erscheinen plötzlich. Und plötzlich soll es anfangen zu schneien und der Schnee wird immer mehr und mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das richtig, richtig nice. Also ich freue mich schon richtig drauf. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und wird bestimmt richtig cool. Kann es kaum abwarten, da werde ich auf jeden Fall in GTA 5 meinen Weihnachten feiern. Da ich ja am Weihnachten arbeiten muss, werde ich das auf jeden Fall so machen und hier mal ein bisschen feiern. Aber so ist das halt, würde ich mal sagen. So, ja, was mich gerade voll stört, ich habe mal meinen Kanaltrailer angehört. Also ganz ehrlich, mein Kanaltrailer gefällt mir richtig gut. Das Einzige, was beim Kanaltrailer bei mir aufgefallen ist, dass es auf dem Handy total leise ist. Also ich habe mein Handy auf der halben Lautstärke gehabt und habe gedacht, hey, wo ist mein Ton hin? Dann habe ich das mal ein bisschen lauter gemacht auf meinem Handy. Da ist mir aufgefallen, hey, das ist ja mein Video, ich nehme ja mit Stimme auf. Aus dem Grund habe ich jetzt das Mikrofon ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, aber naja, wir müssen einfach mal schauen. Muss ich alles noch richtig einstellen? Boah, jetzt ist es aber richtig laut, Alter. Boah, moin, moin. Naja. So, da ist nochmal der Tannenbaum. Finden eigentlich schön gemacht. Gut, das heißt schön gemacht. Wenn ich da ein bisschen näher hingehe, dann ist das wirklich ein Pixelhaufen, würde ich mal sagen. Habe aber auch mal ein paar Leute gekillt. Hab ein ordentliches Fahndungssternlevel schon hier. Schon einige Zeit lang. Die Leute versuchen mich die ganze Zeit schon zu töten. Sie schaffen es einfach nicht. Hab nämlich ein Fahndungslevel von $7000, aber kann mich relativ gut verteidigen noch. Mich hat noch keiner erwischt. Und wenn ihr mich mal seht, bitte nicht auf mich schießen. Verteidigt mich bitte. Weil, ja, ich will nicht, dass jemand mein Fahndungslevel-Dings bekommt. So, da fahre ich auch noch ein bisschen rum. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, die Runde. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, was erzähle ich denn da? Was? Yeah. Weihnachten. Weihnachten. Also Weihnachten werde ich, wie schon gesagt, in GTA 5 feiern. Mit meinen PSN-Freunden. Wenn du Lust hast, mit mir zu feiern, kannst du das gern tun. Adde mich einfach. YouTube Gamescom. Müsste, glaube ich, auch im Trailer erschienen sein, der Name. Kann aber nochmal in die Videobeschreibung packen, wenn du Lust hast. Und ja. Fröhliche Weihnacht überall. Klingen doch die Glocken. Ach, Weihnachten. Überall Lichter. Überall Glühwein. Überall Weihnachtsmärkte. Überall Hektik. Die Kinder wollen unbedingt Playmobil und Lego. So ist das halt. So, jetzt gehen wir mal rein in die gute Schrube. Es gibt nämlich besondere Outfits. Und die sind gratis. Zumindest diese hier. Die kosten nämlich keinen Cent. Da hat Rockstar Games endlich mal was richtig gemacht. Warum sollte ich für etwas kaufen, wo nach 3 bis 4 Tagen wieder weg ist, ne? Das sehe ich nicht ein. Das ist Betrug, ganz ehrlich. Und ich habe mich natürlich für dieses Kostüm entschieden. Finde das eigentlich richtig nice, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Warum? Ja, weil es einfach schön ist. Hat zwar wenig mit Weihnachten zu tun, wer die wahre Geschichte von Weihnachten kennt. Du bist geweiht oder so. Auf jeden Fall wissen ja die wenigsten, was überhaupt an Weihnachten ist, ne? Das hat nichts mit Weihnachtsmann zu tun. Also Jesus, der wird sich auf jeden Fall, der Jesus Christus,
Ja, der dreht sich in seiner Höhle auf jeden Fall mal rechts und links, Alter, wenn er das hier sieht, Alter. Entschuldigung, aber das ist nicht mehr Weihnachten, das ist ja nur noch PR, Vermarktung. Aber es klappt. Aber naja, ich finde es jetzt nicht schlimm, ganz ehrlich. Die Familie ist zusammen, alle sind glücklich. Also, was heißt glücklich? Alle haben Stress. Für mich ist Weihnachten nur Stress. Haut auf jeden Fall rein, egal. Haut rein, ihr seid die Besten. Bis dann, euer Twinscom auf der PlayStation 4. Und ciao.